Okay, Yes. okay. Ich nehme mal was raus. Verhungere ich hier nämlich noch. Okay, Ich geh mal wieder zum Teich. Nicht mehr. Ja, ich war gerade da, ich habe geguckt. Alles gut. Also viel ist da nicht. Achso. Ich level mich schon die ganze Zeit auf Stamina, aber trotzdem. Was weghauen und hängst du wieder durch? Manometer. Wieder? Leckt das schon wieder oder? Ja. Ja. Okay. Glaube ich. Ja, aber jetzt ist wieder vorbei, glaube ich. Ja. Haben wir denn schon jemanden, der auf unser Gewinnspiel reagiert hat? Nee. Na, bislang noch nicht. Bislang noch nicht. Kann man das nicht irgendwie ankündigen oder kann man das nicht irgendwie die Frage... Ich hab's schon in Chat geschrieben. Okay, okay. Ich werde das dann gleich auch über den Chat mit laufen lassen. Hier oben steht doch ein Trike. Ne, es liegt hier. Nur so, als ob das steht. Da steht nicht, das nicht. So. Oh, das ist gleich fertig. Ja, ich weiß. Ich kümmere mich sehr, sehr gut um es. Also hier wären Pronto Level 4. Schön. Dann viel Spaß beim Thema. Ein Level für uns, ein Level für jeden von uns. Ja. Das ist doch was. Was ist denn der Ankylo hier eigentlich? Level 19. Da lassen wir mal lieber die Finger von. Ankylo Level 19, okay. Also, noch einmal fressen oder zweimal, dann ist der Trike hier durch. Ja, zweimal noch. Sollte der hier eigentlich fertig sein. Eigentlich. Autschi. Was haben wir da? Was hast du gemacht? Lossi hat mir mit der Axtpa gegeben. Du rennst ja auch wieder so dazwischen, ne? Ach, Lossi. Genauso wie wir es gerade hatten auf dem. Ne? Wie ich schon gesagt habe, kommen nie einem Lossi dazwischen, wenn er die Axt schwingt. Der Axtmörder. Lossi, der Axtmörder. Genau, genau. Die Valkyrie. So. Ja, baumfreie Insel, würde ich sagen. Jo, dann cool. Schmeiß mal rein hier, was wir haben. Smitty. In den Smitty. Davon wird jetzt aber erstmal nichts gebaut. Jetzt braucht der Trike ernsthaft noch einen Pixel, damit der getamed ist. Ja. Läuft bei dem Trike. Okay. So. So. Ich habe noch ein Kackerhäufchen vom Bronto eingesammelt. Also, der Trike wäre gezählt. Genau, zwei Eier. Ja, nice. Wir dann ab hier. Komm mal mit. In die Höhle. Jo, ich komme. Dass der auch was zu futtern bekommt. Der hat noch was drin. Also, ja. Wartet, ich habe den Sattel. Ja. Apropos Sattel, mal gucken, was wir. Nein, hier. Beihorn. Ja, du musst ihn erst quasi vorbei lotsen. Ja, ich hab schon gemerkt. So. Komm in dein Zuhause, Dreihorn. Ah, wir brauchen definitiv. Einiges mehr an Halt. Also. Aber das farmen wir nicht hier. Ein Dreihorn. So, ich komme da mal runter. Dann noch ein bisschen näher ran. Sollte der nicht einen Sattel kriegen? Ja, den Sattel habe ich noch.
Den hatte ich gelernt und den habe ich jetzt hier fertig, aber ich farm gerade noch ein bisschen Fiber ab. So? Mit der Sichel? Ja, noch ein Stück? Mit der Sichel. Der kriegt nämlich noch kein Futter. Der hat noch keinen Futterdruck oben drüber. Ja, jetzt kann er stehen bleiben. Naja, okay. Und dann einmal das Futter mit in den Trog und dann sollen sie wohl damit auskommen eine Weile. So, jetzt kackt er hierher erstmal. ja, bist du schon ganz zu Hause, ne? Ja, so, ich erstmal Revier markiert. Der hier nicht annulliert, wenn sie nicht halten. Ja, das wäre ganz praktisch. Bitte so passiv. Ein Sattel wäre mal ganz angemessen, oder nicht? Ja, den hat Losty noch. Den habe ich der, noch, aber gerade noch ein Parasaurus klein. Der macht gerade wieder alles. Ja. Wir lassen mal alles machen. So. Jetzt. So. Brauche ich noch? Ach, nicht mehr viele. 4 Punkte brauche ich noch. Habe ich noch ein Level up? Was liegt denn hier? Ach, Stimberries und Specimen Implant. Da ist ja, wieder jemand was losgeworfen. Ich. Auch ein Level. Auch Punkte. Auch ein Level. Points to Points. Gib doch eine Anzeige auf. Brauche Level, suche Level. Sag mal, so, jetzt. Ich glaube, ich bin jetzt hier total desorientiert. Mann, warum brauchen wir dafür Level 20? Das ist doch voll der Beschiss. Was brauchen wir Level 20 für was? Mit der Heilrüstung. Hey, ich hab Seeds schon oder Seeds bekommen. Schau gerade mal, was ich noch so lernen könnte jetzt. Ein Water Jar könnte ich lernen, aber wir haben noch keine Kristalle. Na, da oben nee. Waren noch keine Kristalle, ne? Ne, da ja, haben wir nichts gesehen. Mal eben kurz, dass wir hier noch was brutzeln. Das brauchen wir nicht so unbedingt. Ich hab nämlich noch ein bisschen Fleisch hier. 17 Stück. Wir bräuchten hier auf dem Raft das meines Erachtens hier echt nochmal ein Preserving Bin. Jo. Baue ich gleich noch eben. Also das Wasser hier ist echt cool, auf jeden Fall. So, wie ist es? Das ganze Zeug jetzt erstmal hier in diesen Smitty auf dem Boot, ja? Genau. Damit wir das mit haben. Alles erstmal da rein und dann ist gut. So, Holz ist auf Level 40 kann ich die nächsten interessanten Sachen machen. Da ist nämlich dann der Fabricator bei. Ja, das ist gut. Level 40. Das ist ja gut, Level du bist 40. Ja da gleich. Fast 36 bin ich. Ja, ja. So, einen Preserving Bin habe ich gehört. Ja, ich gehe dann jetzt mal kurz zum Trike und setze unserem Trike meinen Sattel auf, ja? Dreihorn. Also Dreihorn, okay. Der Name, den ich ihm gegeben habe. Sehr schön. Wie kommt man auf den Namen Dreihorn? Ne, den hab ich mir mal im Singleplayer ausgedacht. Ganz komplex. Den Namen hab ich mir einfach mal genommen für meinen Trike im Singleplayer und ich dachte, der passt hier eigentlich ganz gut mit hin. Ja. Ist ja auch nicht schlecht. Ist ja auch nicht schlecht. Ja. So, dann gleich rüber zum. Ja, Festland kann man ja nicht sagen, ist ja alles irgendwo eine Insel. Aber, Ich reiß hier mal den Komposter ab, den brauchen wir nicht hier auf dem Schiff. Nee. Den müssen wir nicht unbedingt mit haben. Was ist ja, das hier? Das ist unser mobiles Klo, ja. Level 19 am Kylo. Der ist ein bisschen. Der ist ein bisschen groß. Also, Surfing Bin steht. Ja, sehr schön. Dann können wir da. Ja, sollen wir von hier ein bisschen Fleisch mitnehmen, ein bisschen Nahrung? Ja, würde ich sagen, ne? So viel Fleisch ist da nicht. Ja, aber ich glaube, da sind noch ein paar andere Sachen, oder? Die Eier können ja hier bleiben. Eier. Die brauchen wir ja für Kibbel. Eier. Die brauchen wir ja für Kibbels.
Kippels. Genau. Kippels? Kippels, genau. Okay, Eier sind nicht mehr Kippels. Hier. Hier, Fleisch ist nicht mehr da, Eier sind da. Ja, die Eier lassen wir erstmal drin. Die brauchen wir nicht mitnehmen. Okay. Ich würde vielleicht die Dodo-Eier mitnehmen. Okay. Weil die legen so viele Eier. Kann man essen, ja. Haben wir irgendwo noch Hide? Wofür? Ja, ich dachte so für Hide-Clothes oder so. Für Hide-Klamotten? Na, normale Fiber-Klamotten reichen auch erstmal hier. So einen Heidenüberschuss haben wir nicht. Genau, und so kalt ist es noch nicht. Ah, ich muss erst noch mal was trinken hier. Ja, gut, dann nicht. Dann sei da mal drauf geschissen. Dann sei mal drauf geschissen. Okay. Ja. So, sind wir schon unterwegs? Noch nicht ganz. Wartet ganz kurz, ich mache euch noch mal eben einen Metallspeer, ja? Schon wieder? Den hat doch Komo letztens schon gemacht. Ich hätte gesagt, wir machen aus dem Metall jetzt erstmal was anderes, aber... Was willst du daraus machen? Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, jeder noch so einen Speer, oder? Von Arc Automated wollte ich den Eiersammler machen. Dass alle Eier, die gelegt werden, während wir unterwegs sind, ja, dass die einfach aufgesammelt werden. Und was brauchst du dafür alles? Erstmal brauche ich 100 Metallbarren. Okay, aber das kann ich auch unterwegs machen. Genau, dann hau ich da jetzt doch mal eben 3 Speere rein, dass jeder von euch noch einen Speer hat, oder? Weil ich habe eins. Wenn du schon einen hast, dann ja. Okay. Und Level up, wie schön. Ja, guck. Beschwerst dich, dass du nicht hinterherkommst? Ja. Bin schon fast eingeholt. Level 31, ja. Du hast Level 36. Ja, ich bin fast Level 36. Nur fast, genau. Okay, 13 mal Fleisch. So, also, eine primitive Pike. So. Oh, du blockierst wieder einen Weg. So, sind sie alle an Bord? Ja. Mhm. Ja, denke schon. Das schimmer alle. Wohin geht's denn? Ja, zu unserem ersten Spawnpunkt, weil da ist auch extrem viel Metall. Ja. Da können wir ordentlich Metall farmen. Das war ja hier vorne nur geradeaus und dann irgendwann auf der rechten Seite. Krieg dich mal eine Runde hin. Ich glaube, du fährst jetzt falsch. Rechts rum. Komo. Wir müssen rechts rum. Nein. Aber sicher, du musst an der Insel vorbei. Zu unserem ersten Spawnpunkt. Genau, dahin. Komo hat komplett die Orientierung verloren. Okay, ist egal, an welcher Seite du jetzt vorbeifährst von der Insel. Ich wollte gerade sagen. Gut, aber du musst gleich hinter der Insel. Links wäre besser gewesen. Ja, hättest du so geradeaus durchfahren können. Beschwert euch so weiter und ihr dürft selber fahren. Nein, du machst das ja ganz gut. Also wenn Lusty fahren würde, wären wir schon längst da. Ach komm, ich kann noch ins Surfen kommen zu ärgern. Lusty hat zwar offiziell keinen Schein für das Raft, aber bis jetzt schlägt er sich ganz gut. Links. Genau, und jetzt da auf die Küste zu und dann ganz an der Küste lang und dann in diesen kleinen, ins kleine Hafenbecken rein. Kleines gut. Kleines großes Hafenbecken, genau. Und wieder sind wir unterwegs mit dem Raft. Batman, du blockierst immer noch den Weg. Oder mal wieder. Ich stehe schon die ganze Zeit hier. Ja, lass mich mal rein. Danke. Das ist dein Platz.